Heute machen wir zusammen Geldbeutel aus alten Milchtüten. Dazu benötigt ihr natürlich eine leere, ausgespülte Milchtüte. Außerdem braucht ihr ein Lineal, ein Bleistift, ein Edding und eine Schere sowie verschiedene Schnüre. Wer ein altes Haargummi zu Hause hat, kann auch das gerne verwenden. Außerdem auch eine dicke Stopfnadel und einen Locher. Schneidet zuallererst von eurer Milchtüte den Deckel ab. Dasselbe macht ihr mit dem Boden. Dann schneidet ihr den Karton an einer Seite auf. Als nächstes müsst ihr den Karton ganz fest zusammenknüllen. Dabei müsst ihr ein wenig aufpassen, denn sonst entstehen Risse. Bewegt den Karton ruhig ordentlich zwischen euren Händen hin und her. Das kann auch ganz schön anstrengend werden, aber bald habt ihr es geschafft. Der Karton ist erst dann genug geknüllt, wenn die Ecken sich in verschiedene Schichten auflösen. Wenn das bei euch der Fall ist, dann zieht vorsichtig die bedruckte Seite von dem Karton ab. Auch hier müsst ihr wieder aufpassen, dass der Karton nicht einreißt. Wenn ihr damit fertig seid, hat euer Karton jetzt zwei verschiedene Seiten, eine beschichtete und eine aus Pappe. Was die Außenseite eures Geldbeutels werden soll, muss nun nach unten gelegt werden. Die Innenseite des Geldbeutels, bei mir die Pappe-Seite, zeigt jetzt nach oben. Mit Lineal und Bleistift zeichnet ihr nun den Grundriss eures Geldbeutels. Mein Geldbeutel wird 6 cm lang und 10 cm breit. Markiert die Hälfte der oberen Seite und zieht eine Linie, die länger ist als die Hälfte der Breite. Mein Geldbeutel ist 6 cm breit, deshalb muss die Linie länger sein als 3 cm. Verbindet nun die Spitze mit den Eckpunkten. Wiederhole das ganze Prozedere an jeder Seite deines Geldbeutels. Schneide nun alles entlang der Umrisslinien aus. Falte nun die Dreiecke entlang der Linien nach innen. Mache das mit allen vier Seiten. Wenn alle vier Seiten nach innen geklappt sind, suche dir einen Faden aus und fädle diesen durch deine Stopfnadel. Bohre dann vorsichtig ein Loch durch drei der vier Dreiecke. Fädle den Faden durch alle drei Teile hindurch. Mache nun einen Knoten in die Schnur. Am besten machst du gleich einen Doppelknoten, dann hält es auch wirklich sicher. Anstelle der Stopfnadel kannst du natürlich auch einen Locher verwenden, um damit die Löcher in die Dreiecke zu machen. Den Geldbeutel kannst du verschließen, indem du die Schnur mehrmals drumherum wickelst und am Ende einen Knoten machst. Anstelle der Schnur kannst du auch ein altes Haargummi verwenden. Dabei musst du allerdings gut aufpassen, dass dir die Löcher nicht aufreißen. Fädle am Ende das eine Ende durch die Schlaufe des anderen Endes. Um den Geldbeutel zu verschließen, mache das Gummi einfach um das ganze Geldbeutelchen herum. Ganz am Ende kannst du dein Geldbeutel mit einem Edding verzieren. Dabei ist deine Kreativität natürlich keine Grenze gesetzt. Ob gepunktet oder mit Linien, ob mit Blümchen oder mit anderen Mustern, ob vorne oder hinten, das ist ganz allein deine Entscheidung. Du kannst dir selbst aussuchen, wie du dein Geldbeutel am schönsten findest.